Schocknachricht, traurige Nachricht für den Hertha BSC. Präsident Kai Bernstein ist überraschend verstorben. Das hat der Fußball-Zweitligist mitgeteilt. Bernstein wurde lediglich 43 Jahre alt. Der aus Fanszenen entstammende Unternehmer hatte sein Amt bei Hertha BSC erst im Juni 2022 übernommen. Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeiter sind fassungslos und zutiefst bestürzt, so heißt es in einer Pressemitteilung. Und zugeschaltet ist mir jetzt der Sportchef der Bild, Walter M. Straaten. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallo, grüß dich auch. Ich stehe hier in Frankfurt im Palmgarten, wo in etwa einer Stunde der Neujahrsempfang der DFL stattfinden soll. Er wird auch stattfinden, aber er ist natürlich sehr überschattet vom Tode von Kai Bernstein. Mit allen, mit denen man gesprochen hat, die können es eigentlich auch gar nicht fassen, dass er mit 43 Jahren irgendwann heute Nacht verstorben ist. Du nimmst das schon vorne weg. Der Schock muss ja tief sitzen. Du hast gerade die DFL angesprochen. Wie reagiert auch der Verein? Ja, bestürzt. Heute Morgen war es so, dass die Ehefrau von Kai Bernstein die Geschäftsstelle informiert hat, dass Kai Bernstein nicht mehr lebt, dass er heute Nacht verstorben ist. Und ja, Bestürzung in der Mannschaft. Die ganze Mannschaft hat ja auch Trauerzeichen gepostet bei Pal Dardai, bei der gesamten Vereinsführung. Man muss sagen, Kai Bernstein war als Hertha-Präsident nicht immer unumstritten, das ist richtig, aber er hat einiges bewegt. Er hatte sehr viel vor. Morgen erscheint im Sportbild ein 5-seitiges Interview, was in der letzten Woche noch geführt worden ist, wo er über Pläne von Hertha spricht, sehr optimistisch. Auch Pläne, die er für den gesamten Fußball hat, die kann man teilen oder auch nicht. Also das zeigt, da ist ein Mensch, ein wichtiger deutscher Fußballfunktionär, mitten aus dem Leben gerissen worden. Wie geht es denn jetzt für den Verein weiter? Bernstein galt als Reformer. Er sollte den hochverschuldeten Club wieder in bessere Zeiten führen. Ja, Hertha hat natürlich Probleme. Er hat den Verein im Juni 2022 übernommen. Dann ist der Investor Windhorst ausgestiegen, hat seine Anteile an 777, eine amerikanische Sportagentur, verkauft. Hertha ist notorisch klamm, das viele, viele Geld von Windhorst ist in den letzten Jahren schon verbraten worden. Und Kai Bernstein hat durch Verkäufe, durch harte, zum Teil auch sehr harte Einsparmaßnahmen einiges Geld zurückholen müssen. Aber Hertha hat immer noch, soweit ich weiß, über 80 Millionen Euro Schulden, hat Probleme mit der DFL, was die Lizenz anging, oder hatte Probleme. Da ist es jetzt wichtig, dass nach der Trauerphase auch ein Mensch, ein Mann oder Frau übernimmt, die den Verein wieder auf Kurs bringen oder auf Kurs halten können. Walter M. Straaten, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen und liebe Grüße nach Frankfurt. Hat euch der Bericht gefallen? Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.